Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lisa mit Lisa, die sich da an einem Mast aufgehängt hat. Oder ans eher gesagt an einem Galgen. Jetzt spielen wir weiter. Mit dem Fahrrad. Ich habe an einem Punkt aufgehört, an dem ich schon wusste, was danach kommt. Und ich wusste, es würde zu lang dauern, weiter zu spielen. Ich musste noch duschen und sowas. Was ich auch morgen noch auch nochmal tun werde, denn morgen ist Dienstag. Und dann, gesagt, danach werde ich nochmal duschen, ja. Und dann werde ich die nächsten 2 Tage auch nochmal duschen. Und dann duschen und dann in der Dusche duschen, duschen. Duschception. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich bin einfach auf dieses Thema gekommen. Jetzt macht einfach das Spiel. Auf jeden Fall. In den letzten Folgen haben wir sehr viel erreicht. Wir haben uns ein Fahrrad geholt und wir haben Basso getroffen und Basso hat den Chicken Rooster getötet und wir haben hier Rick verkloppt und hier wurde unser Guy getötet. In der Höhle. Und hier ist ein toller Typ. Fast toller Typ. Sup, Hoss? See that bike over there? It's yours. I'm at the end of my rope. It's over for me. Just remember, if you wanna jump a ramp, do a wheelie on it by holding down the action button. But don't do no wheelie over no rocks, or you'll eat shit. Also, if you hit someone while on your motorbike, you gain XP. Also, don't wear a helm. That's lame as hell. Later, Hoss. Is that? But it's worth the linger. If you have a sick ramp, they're really. Was zur Hölle habe ich getan? Ach, ich habe gerade wahrscheinlich den Easy Mode aktiviert. Na gut, das dachte ich eigentlich nicht, dass das danach kommt, aber ups. Oh. Okay. Das war sehr scheiße von mir. Rando says he's very sorry. He's sorry for destroying a motorcycle. It's a peace offering. He gives you all of our food rations.
You got 8 Rando Rations. Rando scheint ziemlich nett zu sein, dafür, dass er ein roter Totenkopf-Mastentyp mit einem Einhorn daran ist. Rando must be going now. Please excuse him. Warum sind die Leute da tot? Warum haben sie die Leute getötet? You can see tears behind his mask. He's crying. Geschrien. Warum hat er eine schwarze Limousine? You're not getting away with our food. Rando's too fucking nice. Trash like you doesn't deserve him. Your journey ends here. Dim, dim. Und oh nein, Brad ist. Tun wir den Schwein nicht immer töten. Massive Fat Rush! Oh, with minus withdrawal. Oh yeah, Armstrong style. Oh yeah, the music is toll. Feuerball 2! Herr Brad ist da voll stark mit zwei Armen. Ah gut, ich hatte ihn damals auch mit zwei Armen. Headbutt. My head is unstoppable. That's one for the books. Drinks on me. Woo, 25 Max. Okay. Ups. It's destroyed. Dieser Rando muss ganz schön kräftig sein, wenn ich da. Wenn er das Ding zerstören kann, das Motorrad und also komplett. Ich hätte da rüberfahren können, mein Ding. Was ist das für ein Guy? So art God. Oh nein. Move and you die. You and your men are coming with us. Schön. Turn around. Russian roulette's a game. Folks came to see some fresh blood. After that, I let you go. 3 rounds, that's all I ask. Choose a member's life to play with. Echt jetzt? Oh, ich hasse. Nein! Oh, der arme Fall, Alter.
respawn. Ich hab gleich keine Leute mehr. Wow. Ich will nicht, dass die ganzen sterben. Ich hasse es, wenn meine Leute sterben. Sofern ich das nicht möchte. Was anderes, als würde ich es wollen, dass sie sterben. Ich hasse dieses Moment mit dem russischen Roulette. Mir ist es gestern eingefallen nach der Aufnahme, dass das ja auch noch kommt. Man muss da einfach sehr viel Glück haben, muss ich dazu sagen, also. Oh fuck, willst du mich eigentlich verarschen? Das fickt mich jetzt zum Hort, Alter. Wisst ihr, ich kann auch einfach nichts machen. Und wenn es würden jetzt alle meine Leute verrecken, was wäre dann, hä? Ich kann ja recht gut mit Waffen umgehen. Wäre halt genial, würden jetzt alle gegen den Typen sterben. Nee, ich muss meine Leute umbringen. Also ich muss die drei behalten, auf jeden Fall. Probier ich das einfach so nochmal. Ich mag diesen Kerl einfach überhaupt nicht. Eines gestorben. Dann nehme ich. Also Fadi werde ich nie benutzen, das weiß ich jetzt schon. Und gleich kommt. Aber dann kommt wieder der Spruch, sagt niemals. Ja, vielleicht werde ich ihn noch brauchen, ich weiß ja nicht. Okay, das war's mit Fadi. Tschüss, Fadi. Ich werde nicht nochmal laden. Dieses Mal nicht. Nehmen wir. Percy. Ja, Percy.
I think you may have a future here. He gave you 50 megs. That's just a tiny taste of the profit you can make here. We welcome your return. Ruth, Ruth, man. Typ da oben sieht mir ein bisschen strange aus. Hey, you. Wanna hear some funny stuff? Yes. I tried to catch some fog. I missed. Broken fences are pointless. Pretty funny, nine. Think you can do better? Mike Pun Master. Master. Irgendwas Spaß. All these puns cost me an arm and a leg. Oh, er bringt mir wieder zwei Magazines. Immer gut, wenn ich hier bekomme. Hey, I just learned this funny pun from a guy in a cave. Here it goes. Why am I by the water? I just love the sea. Wait, no. I mean I see the ocean. He left behind his head. What the... Ich würde ihm hinterher springen eigentlich, aber... Some horse jerky. Found some Coca-Cola Coda. Praise the sun. Ja, Leute. Wie ich immer sage. Praise the sun. Okay. Rangers. Today I end your... with my serious serpent's lair. Nope. Think again, shit snake. Your evil plan will fail, for we are the Salvation Rangers! And I am Salvation Red! Do your best to drink water and eat your wedgies. Salvation Blue, keep your chin down and eyes up around bullies. Salvation Yellow, always listen to Dad, even if he's been drinking. Salvation Green, don't pay for drugs, let your friends do that. Salvation Black! No race jokes, please! Punkt, Punkt, Punkt. Pink. Psst, Pink! Dude. Not right now, my head is killing me. Pink, wear your shawl of justice. Oh, bro, forgot to the laundry last night. Was partying way too hard. Pink, come on. This is the second time this week. Hey, man.